Und was ich wieder gemacht habe, das seht ihr jetzt. Es begab sich also, dass ich in der Schlange eines Supermarktes stand. Mein Blick schweifte von der netten Verkäuferin zurück auf das neben ihr sich befindliche Spirituosenregal. Und da durchzuckte mich der Gedanke, warum nicht nochmal meinem ehemaligen Abonnenten, der sein Abo ja aufgekündigt hat, weil ich es wage, so billige Plörre vorzustellen, nochmal eins mitzugeben, wenn ich das so sagen darf. Er wird es ja nicht mehr mitkriegen, er hat sein Abo ja aufgekündigt. Und darum habe ich mir gedacht, kaufst du dir mal für 7,99 Euro einen Black and White Blended Scotch Whisky. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Black and White, ja, was kann man da großartig zu sagen? Ich habe natürlich mal in meiner Whisky-Bibliothek nachgekramt und habe in dem Buch von Graham Moore, Malt Whisky, 75 große Marken, tatsächlich einiges über den Black and White gefunden. Und zwar in dem Kapitel Pioniere und Ahnherren gibt es nämlich auch einen Absatz über James Buchanan. James Buchanan wurde 1849 in Brookville, Ontario geboren und zog mit 14 Jahren nach Schottland. Er verdiente beim Zollamt 20 Pfund pro Jahr, bevor er und so weiter und so fort und hin und her. Und irgendwann hat er dann halt mal angefangen, seine Finger in die Whisky-Branche auszustrecken und hat dann seiner Zeit voraus Werbung gemacht. Das heißt also, er hat zum Beispiel eine Primadonna namens Adelina Patti oder Patti verpflichtet, auf Plakaten mit seinem Black and White Whisky aufzutauchen. Die Hunde, die beiden, gab es also am Anfang noch nicht, habe ich gelernt, sondern erst war es ein weißes Etikett auf einer schwarzen Flasche. Und aber auch die Idee mit den Hunden, mit diesen beiden, ja, Terrier heißen sie, glaube ich, die sind ihm dann dementsprechend, kann ich es denn mal hinstellen, dass ihr sie seht, so, ist ihm dann auch gekommen, diese Idee, und hat er dann also auch dann, ja, das Ganze also optisch auch nochmal sehr markant gestaltet, und dann wurde der Black and White als Blend sehr, sehr bekannt. Er wurde sogar zum Lord Woolerington geadelt und starb 1935. Der gute Herr Buchanan, James Buchanan, der Ahnherr dieses Blendes. In dem Blend befinden sich sehr, sehr viele, ich schenke den mal eben ein, damit er ein bisschen Wasser ziehen kann. Bei der Gelegenheit auch nochmal das Tuart-Glas. Bei dem habe ich nämlich über dieses Glas habe ich auch noch was gelernt. Ich glaube, mit der Farbe brauchen wir uns nicht großartig aufhalten, weil die Farbe letztendlich natürlich durch eine Färbung künstlich erzeugt wurde. Und zwar habe ich gelernt, dass das Glas auf die Seite gelegt werden kann. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel eingeschenkt. Mal schauen. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt. Aha, passt, genau. Das ist nämlich der Hintergrund der Tatsache oder der Form dieses Glases. Der Hersteller sagt also, dass eine größere Oberfläche erreicht wird durch dieses liegende Verbleiben des Whiskys im Glas, bla 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 und so weiter. Also sprich, das Ganze soll also dann dementsprechend halt eine größere, besser Luft ziehen können, weil eine größere Oberfläche und. Solange der Luft zieht, schaue ich jetzt noch mal in ein paar Fakten hinein von dem Black and White. Also, Black and White, Namen haben wir letztendlich hier schon geführt. Der Black and White, weil er so alt ist, ist auch in sehr, sehr vielen Filmen und Büchern aufgetaucht. Also zum Beispiel Walt Disney hat über ihn geschrieben. James Bond hat ihn getrunken in, oh, lass mich mal schauen, was war es gewesen? Moonraker, genau. In Moonraker hat James Bond diesen Black and White Blend getrunken. Und. Er kam unter anderem auch vor, es gibt dieses Blue in the Face, beziehungsweise The Smoke von Paul Auster. Gibt es eine relativ berühmte Verfilmung, also eine New York Trilogie. Und da gibt es, oder wird der Black and White on the Rocks verzehrt. Also da ist ja so sehr, sehr beliebt und berühmt sozusagen und ist schon durch viele Münder gegangen in dem Bereich. Ja, 7,99 Euro ist natürlich ein Extrempreis. Das ist halt so eine typische Aldi-Geschichte, denke ich mal. Weil wenn man den normal letztendlich googelt,
stellt man fest, dass er eigentlich schon über 10 Euro kostet. Aber wir gucken mal. Ich werde mal meine Nase hineinhalten. Ja, gut, das ist jetzt keine Geruchsexplosion, die aus dem Glas kommt. Wobei schon eine gewisse Süße ist da. Eine gewisse Malzigkeit. Also da ist dann schon sofort klar, hier haben wir es mit einem Whisky zu tun. Ich rieche keine Fehlnoten oder irgendwelche unangenehmen Bestandteile. Also wenn der so schmeckt, wie er riecht, dann macht man, glaube ich, nicht viel verkehrt. Auf euer Wohl, Slangy. Eine Süßigkeit, die so im oberen ersten Drittel der Zunge sehr, sehr stark auffällig ist. Er hat auch einen vernünftigen Abgang, ist ein bisschen, ja, bitter will ich nicht sagen, aber manche sagen, es ist dieser Grain-Bestandteil, es ist ja halt kein Single Malt, der aus einer Destillerie kommt und der halt in diesem typischen Single Malt Destillerien Brennverfahren hergestellt werden, sondern da sind also Brennanlagen, die also in einem kontinuierlichen Brennverfahren letztendlich Alkohol produzieren, mit im Spiel. Und diesen sagt man also, man so ein bisschen so eine Eisenhaltigkeit, so eine Steiligkeit letztendlich im Geschmack nach. Ob das daher kommt, weiß ich nicht. Ist aber nicht bitter, ist also nicht unangenehm. Gut, der ist kurz, klar. Wenn ich jetzt hier sagen würde, Mensch, super, der schmeckt ja wie ein 30 Euro Single Malt, dann wäre ja wirklich was Ungewöhnliches da. Bitte eine, naja, wir wollen nicht übertreiben. Also eine gewisse Fruchtigkeit ist da, ob man da jetzt Birne rausriechen möchte. Wollen wir nicht zu weit gehen. Aber ich schmecke keine Fehler. Ich schmecke keine unangenehmen Bestandteile. Ein sauberes Produkt, den kann man in den Schrank stellen. Und wenn es für den Besuch ist, wenn er vielleicht auch mal den Whisky probieren möchte und sagt, ich möchte eine Einsteigergeschichte schmecken, um halt vielleicht auch nicht mal in den ganz großen Preisbereich hineinzugehen, top. Ja, ich könnte mir den durchaus vorstellen. Es gibt ja auch Mischgetränke, die man mit Whisky macht. Wäre sicherlich auch ein Kandidat dafür. Jetzt im Winter geht ja auch der ein oder andere hin und ich weiß, dass im Irish Coffee natürlich normalerweise ein irischer Whisky hinein muss, aber auch dafür könnte ich ihn mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Also mit Kaffee und Sahne, warum nicht? Tolle Sache. Nochmal zu den Tuat-Glas zum Beispiel. Ich bin absolut begeistert von der Ausstülpung hier oben, weil es tatsächlich so ist, dass sie sich perfekt im Mund im Trinkvorgang anpasst. Also von daher, man das mit diesem Hinlegen, das ist ein Marketing-Gag, das sage ich ganz ehrlich. Also das will ich jetzt nicht unbedingt als wirklich einen großen Vorteil sehen. Zumal ich, wenn ich mir die Oberfläche anschaue, ich mir nicht mal sicher bin, ob der in dem Bereich sogar nicht eine kleinere Oberfläche oder relativ identische Oberfläche zu der stehenden Position hat. Aber gut, sei dahingestellt. Black and White Whisky will ich jetzt gar nicht mich länger mit aufhalten oder euch länger mit aufhalten. Für mich einen Daumen nach oben und ruhig mal probieren. Ich wünsche euch was. Ciao.